Meine Lieben, ich bin ja ein sehr großer Fan von Schokolade und Schokoladencreme und wir kennen alle die bekannte Marke Nutella. Und ich habe vor, ich weiß es gar nicht genau, vielleicht 2 Jahren auf Bodykiss damals noch ein gesundes Nutella-Video gemacht. Also Nutella zum selber machen. Damals habe ich das mit Xylit oder Erythritzucker gemacht. Ich werde euch auf jeden Fall das Video unten verlinken für diejenigen, die noch weniger Kalorien in ihrer Nutella selbstgemachten haben möchten. Und ich habe gedacht, es ist mal wieder Zeit, eine andere Art von Schokocreme zu machen. Und zwar dieses Mal wirklich nur mit ganz natürlichen Sachen gesüßt. Und ich nehme dieses Mal als Hauptzutat Datteln. Und ganz wichtig ist, dass ihr schaut, dass ihr Medjool-Datteln nehmt. Ich werde auch auf meinem Blog die Zutaten nochmal auflisten und dort verlinke ich euch meine Medjool-Datteln. Warum nehmen wir Medjool-Datteln? Medjool-Datteln sind ja so ein bisschen die Königsklasse der Dattel und die schmecken besonders karamellig. Karamellig? So wie Karamell halt. Und ihr könnt auch andere Datteln nehmen, aber es schmeckt besonders gut mit Medjool-Datteln. Und dann brauchen wir natürlich, was gehört in jede Schokocreme? Ja, ganz viele Nüsse und zwar Haselnüsse. Die werde ich jetzt gleich noch ein bisschen rösten, damit die Aromen noch besser hervorkommen. Und dann haben wir noch ganz normalen Kakao, Backkakao, den wir nehmen. Und für die Cremigkeit noch ein bisschen Kokosöl, wo ich Vanille, Bourbon-Vanille reingegeben habe. Als wichtiger Hinweis, was ihr euch sicherlich schon gefragt habt, warum die Medjool-Datteln seit neuestem zu Fischen geworden sind, also in Wasser schwimmen. Ich habe die circa 5-6 Stunden eingeweicht in warmem Wasser. Das ist wichtig, damit die Medjool-Datteln nicht so hart sind und dann schön weich auch in unserer späteren Schokocreme eingearbeitet werden können. Aber jetzt geht es als allererstes an den Herd und unsere kleinen Schoko-Haselnüsse werden geröstet. Wir müssen noch dafür sorgen, dass unser Kokosöl, wo ihr übrigens auch anderes Öl benutzen könnt, aber ich nehme hier gern Kokosöl, weil es gesund ist und weil ich finde, dass es auch gut zu dieser Nuss-Nougat-Creme passt. Und das Kokosöl zusammen mit unserer Bourbon-Vanille werde ich jetzt auch nochmal kurz auf dem Herd erhitzen. Und während ich einfach mein Kokosöl auf die noch warme Herdplatte gestellt habe und das jetzt langsam vor sich hinschmilzt, kümmern wir uns um die Datteln. Die hole ich aus dem Wasser. Bei mir sind noch Steine drin, das heißt Steine raus. Und dann schneide ich die etwas kleiner. Ihr werdet merken, die sind dann noch viel weicher geworden. Und dann können sie auch schon gleich zu unseren Haselnusskernen getan werden. Jetzt habe ich mein Kokosöl von meinem Ofen genommen. Und jetzt kommt das ebenfalls da rein. Die ganze gute Bourbon-Vanille muss auch da rein. Und dann natürlich, was fehlt, Schokolade? Ganz normaler Backkakao, also nicht gesüßt. Rein damit. Und um die Süße so auszugleichen, natürlich ein bisschen Salz. Und ich nehme jetzt meinen Stabmixer, den ich nicht so dolle finde, aber man muss ja benutzen, was man da hat. Kleiner Tipp, investiert auf jeden Fall entweder in einen sehr guten Mixer oder in einen sehr guten Stabmixer, weil das kann echt viel bewirken. Nach langem Gerangel mit Hilfe von Daniel haben wir uns letztendlich doch entschieden, den Mixer zu benutzen. Also ich kann euch empfehlen, das Ganze in einem Hochleistungsmixer zu machen. Die schaffen auf jeden Fall mehr und ich glaube, ich habe meinen Stabmixer kaputt gemacht. Und was ich euch auch empfehlen kann, wir haben ein bisschen Wasser dazu gegeben, ca. 100 Milliliter. Schaut, was euer Mixer schafft und dann müsst ihr ein bisschen eventuell spielen mit der Flüssigkeit. Aber wir wollten das Ganze natürlich nicht zu flüssig machen. Deswegen, oh mein Gott, das ist doch jetzt mal eine richtig schöne Schokoladenmasse. Lecker, lecker.
Und jetzt geht's dran, unsere Nuss-Nougat-Creme auch zu probieren. Ich habe jetzt hier ein Vollkornbrötchen aufgetaut und ja, man darf nicht mit der Creme sparen. Nicht mit der Creme sparen. Und jetzt probieren wir das Ganze. Also schmeckt himmlisch nach Schokolade und trotzdem ist es nicht dieses extreme Süße, was man nicht unbedingt immer gut findet, besonders wenn man jetzt jemand ist, der sich mehr auf natürliche Süße konzentrieren möchte. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Variante, um in den Tag zu starten oder einfach mal als süßes Mittagessen vielleicht. Und wenn ihr sehen wollt, was man noch mit so einer leckeren Nougat-Nusscreme macht, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Weil ich in naher Zukunft bestimmt noch ein anderes leckeres Rezept mit meiner selbstgemachten Creme machen werde. Und wie lange die sich aufhebt, da müsst ihr einfach ein bisschen selbst gucken. Ich werde die jetzt gleich in ein Einmachglas machen und ab in den Kühlschrank damit. Da ist nicht wirklich irgendwas drin, was schlecht wird. Aber immer mal probieren und gucken und natürlich darauf achten, dass ihr nur mit einem sauberen Messer oder einem sauberen Löffel ins Glas geht. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.